Moin moin, liebe Freunde und Freundinnen der gepflegten Unterhaltung. Moinsen zu Bloodborne auf der PS4, was auch sonst. Moin moin, Zitmog, nee, ich dachte, ich war am Überlegen vorhin, Neverwinter oder Bloodborne, aber ich will schon noch ein bisschen Bloodborne weiterzocken. Verflucht nochmal und jedes Mal vergesse ich das Umloggen mit dem Account hier, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Nochmal. Ich muss das Spiel erst neu starten. Ach, Kacke. Kinders. Wo kann ich denn das nochmal einstellen hier? Benutzer. Ja, wenn der Tipp jetzt weggehen würde. Automatisch einloggen. Genau, danke. Blöde US-Playstation-Account, so ein Quatsch. Ja, ich dachte, vielleicht lieber nochmal eine Runde Bloodborne. Ich habe gute Laune heute. Das heißt, ich muss mir die versauen. Erstmal eine Runde Bloodborne. Ein paar Stündchen bis so 3, 4 Uhr, denke ich. Dann gehe ich mal am Hund raus. Und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen weiter Bloodborne. Und heute Abend vielleicht auch noch. Oder was anderes. Und sowieso und überhaupt und ja. Schauen wir mal. Wo war ich denn eigentlich? Bei den verrückten Frauen hatte ich ja zuletzt eine Abkürzung freigeschaltet. Und ich habe ja auch noch diesen einen Boss, den ich jetzt länger nicht probiert habe. Weil er mich mit einem Schlag geplättet hat. Was mir so ein wenig die Motivation geraubt hatte. Vielleicht probiere ich den auch noch mal. Mal kicken. Heilung habe ich viel. Anderes Gedöns habe ich auch. Machen wir direkt los. Nee, das war ja auch hier schon. Hemwig Knochenstraße, genau. Da wollen wir mal schauen. Was heute so geht und wie weit ich komme oder wie weit eben auch nicht. Je nachdem, wie der Wind sich dreht. Es hat heute Nacht ein Patch runtergeladen. Ich weiß nicht genau, was verändert wurde. Kann man sich hier die Patch-Details angucken? Also Ladezeiten hat es wohl nicht beschleunigt. Ja. Gut. Kann man nicht. Na schön, macht ja nichts. Machen wir weiter mit dem guten Abe Lincoln. Ich muss wieder ein bisschen überlegen mit der Steuerung hier. Naja. Renn selber, alte Hexe. Und gib mir deinen Loot, jawohl. Noch zwei Schläge. Wer ist hier der Unhold? Leiche durchsuchen, Blutfiole, super gut. Boy, altes Luder. Ich glaube, das waren hier alle. Ich will eigentlich mal gucken, entweder dass ich in Walter den nächsten Boss finde. Oder alternativ ein bisschen Erfahrung farmen, vielleicht noch ein bisschen leveln, Heilung, Vorrat holen und dann nochmal den Boss probieren. Oh shit. Alte Schabracke! Du Luder! Mann, Mäßigungsblutstein. Naja, das ist doch ganz niedlich. Ach, hier ist der Hundi. Ach, komm. Ich gehe auch wieder ein bisschen leichtsinnig ran hier gerade. Nee, ich will doch nicht den Geist sehen. Ach, ich drück die ganze Zeit linken Stick zum Rennen. So ein Quatsch. Das ist natürlich total falsch.
Gut, hier oben ist das Diggerle. Kacke. Puh. Naja, gut, gleich wieder Heilung bekommen. Was soll's? Da oben wirft die Oma noch Blut nach unten. Nee. Molotovs. Was war denn das gerade? Das war ein kurzer Soundbug. Das klang wie Aufhängen. Eieiei. Das muss ja nun gar nicht sein. So. Die Raben nehme ich auch noch mit hier. Das ist gute Erfahrung für nix. Boah, 200 Erfahrung, ne? Die nehmen wir ja wohl mal mit. Ja, ruhig bleiben, Freunde. Sind das alle? Nee. Natürlich nicht. Der Masse an Raben hier. Okay, das dürften alle gewesen sein. Haben sie nicht mal einen Stein fallen lassen, die Schweine. Er lebt und es geht ihm gut. Okay, na dann passt's ja. Er lebt und es geht ihm gut, sehr schön. Nicht schlecht. Okay, die Typen waren recht krass. Oh je! Yeah. Ei, caramba! Jetzt gehst du down, du Luder! Jawoll! Boah, 4 Blutfiliolen, Hammer! Und die geben so richtig dick Erfahrung, die Typen hier. Na komm, wo willst du denn hin? Ach, da blockt er auch noch. Du spinnst wohl. Oh! God damn it. Jawoll. Ach, 2300 Erfahrungen, ne? Ein Traum und ordentlich Heilung. Okay, da bin ich jetzt schon ja, fast auf Anhieb wieder so weit, wie ich letztes Mal war. Hier sind viele Hunde. Nee, läuft. Hier kommt direkt noch einer. Ja, shit. Fast. Oben sind auch noch welche. Es sei denn, die sind jetzt runtergehüpft. Ah, hier ist so eine Oma wieder. Die Oma mit ihrem Hund. Knochenmark, Asche. Ich benutze mal nochmal das Ding. Ich weiß ja nach wie vor nicht so richtig, was das bringt. Gar nichts. Ach so, nee, das verbessert doch hier meinen Schuss, ne? Ui! Alter! Das verbessert den Schuss ja richtig. Muss ich gerade feststellen. Alter Schwede, 218 Einschuss, krass, und dickes Kaltblut. Na übel. See? Oh Scheiße. Oh nein. Oh,
Jesus fucking Christ, was war denn das jetzt? See. Eine Seerune erhöht physische Schadensreduktion. Ach, what? Kann ich die hier rechts einsetzen bei mir oder was? Anzeige, eine Karöl-Rune, die unmenschliche Laute umschreibt. Die Umschrift der menschlichen Stimme der Großartigen kräuselt sich wie eine Wasserreflexion. Diese Rune bedeutet See. Jene, die sie erlernen, nehmen weniger physischen Schaden. Große Mengen Wasser bewachen als Bollwerk den Schlaf und prophezeien die unheimliche Wahrheit. Überwinde das Hindernis und suche, was dir gehört. Krass. Kann ich das jetzt verwenden? Oh. Verwenden? Geht nicht. Physische Schadensreduktion 3%. Hm. Kann ich die vielleicht in eine Waffe rein oder in eine Rüstung reinklatschen? Aber Rüstung kann man doch gar nicht verbessern, oder? Hm. Ach verdammt, eigentlich wollte ich weitergehen, aber ja, was heißt eigentlich? Ich gehe jetzt auch erstmal weiter. Aber mit der vielen Erfahrung und die Rune will ich ja auch ausprobieren. Ist da bestimmt wieder irgendwo Scharfschützen. Lebt der da oben? Nee, ich glaube nicht. Hier hinten ist doch bestimmt irgendwo was, hä? Naja. Da oben kommen die Omas. Das sieht aus wie ein schönes Herrenhaus. Oh, 58 jetzt nur. Ach komm. Wow. Oh fuck, da ist ja noch so ein großer. Altes Luder. So. Puh. Okay. Passt. Kann ich hier hinten hin? Ah, das sieht aus wie eine Kiste. Weh, das ist ein Mimik. Hinweis. Schatz voraus. Okay. Yeah. Mäßigungsblutstein. Oh, nicht das geilste Item. Da hoch? Scheinbar nicht. Ah! Oh, du Schwein! Gottes Willen, Alter! Oh, mach mich fertig hier. Wow! Drecksau. Oh, sehr schön. Oh, so ein Arschloch. Hat er sich einfach dort in den Gang reingeschlichen. Mann, ey. Hinweis. Erbarmen, Monster. Vorsicht vor Puppe. Puppe? Oh, das sieht nicht mehr so sonderlich stabil aus. Vorsicht vor die Unsichtbaren, nicht euer Ernst, hä? Wollt mich doch veräppeln hier. Wissen des Verrückten. Die Unsichtbaren, ihr spinnt wohl. Abscheulichkeit von Schamane. Sieht das geil aus. Alter, ist das krass. Es ist wirklich so seltsam ruhig hier. Oh shit, da. Nee, ach, das war ein Geist, okay. Oh! Ficken, Boss! Oh no! Oh, Kacke! Gott, ich zieh da gar nichts ab, hä?
Ach nee, das ist gar kein Boss. Die hat ja einen unabhängigen Health-Balken davon. Hä? Hä, was ist denn das? Hä? Oh! No! Don't you hurt me! What the fuck? Ist die unsichtbar oder was? Wirklich? Schon wieder einer. Hä? Das ist ja gar nicht der Boss, den ich hier... Jetzt, das ist er! Ah! Okay. Ah! Schiete, du Drecksluder! Das wieder? Nee. Das hier? Nee. Okay. Knochenpulver ist hier vielleicht gar nicht so verkehrt, aber die sieht anders aus, oder? Ah! Kacke. Da. Wieder nicht der Boss. Schlampe. No! Get away from me, you whore! Nein! Ah! Ah! Alter, jetzt ist gerade mein Fernsehbild unterbrochen. What the fuck? Alter, was war denn das, ihr Penner? Was war denn das für eine Scheiße gerade? War gerade mein Fernsehbild weg. Leck mich doch. Nein, nein, du Luder. Ah! Ah! Ach, was war denn das für eine Kacke? Da war wirklich für 2 Sekunden mein Bild weg hier am Fernseher. Alter Schwede, das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Sonst ging es eigentlich. Obwohl ich nicht so richtig weiß. Ja, der Kampf geht eigentlich, aber warum tauchen da immer wieder andere Viecher auf und die komische bucklige Hexe nur so selten? Das ist ja strange. Huh. Muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich meine Erfahrung wieder zurückkriege. Das war ja so viel. So, bloß keinen Quatsch machen jetzt hier bei den Gegnern. Ah! Alte Hexe. Nein! Mach doch keinen Scheiß hier. Denn bescheuert. Quecksilber. Mann, ich glaube, ich muss wirklich mal mein Pistole leveln, dass ich damit mehr Schaden mache. Denn mit dem Knochenmark-Gedönse hier macht das ja richtig böse Schaden. Droppt natürlich nichts. Nein! Oh, schlecht. Nein! Oh Gott, verdammt! Nein! Oh. Hau doch ab!
Geh mir doch weg. Nee. Oh shit, was mache ich denn jetzt hier auch für einen Quatsch? Das ist ja furchtbar, was ich hier gerade mache. Du musst mal weg, Alter. Du auch. So. Oh. Okay. Moin, Cap. Moin, moin. So, nochmal heilen. Komm her. Ja, ganz stark. Ah! Mistschwein. Ich hänge. Oh Gott. Nein! Oh, Kakerlake, ey. Was mach ich denn auch für einen Scheiß hier? Geht doch. Heilung her, jawohl, danke. Puh. Ist die alte Hexe hier oben. Die natürlich immer runterhüpfen muss. So. Die Raben nehme ich auch wieder mit. Vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen Heilung, jawohl. Ach komm, bin ich wirklich noch getroffen oder was? Hier lebt da noch einer, erzählt mir doch nichts. Braucht er mir doch nichts vormachen, ihr Säcke. Ah, gut, 5000 Erfahrung schon wieder. Die Hunde da hinten mache ich jetzt nicht, die zwei hier vor mache ich noch, die zwei dicken hier, weil die geben gut Erfahrung und droppen scheinbar immer Heilung. Und sind jetzt nicht so übermäßig schwer. Solange ich nur den einen pull und nicht den anderen auch noch. Komm. Alter. Scheiße. Ja, das war clever. Ne, das war nichts. Nee. Boah, Schwein gehabt. Kacke, ich glaube, der andere kommt auch, oder? Das klingt so. Ah, ich wusste doch, verdammte Axt. Oh, ihr Schweine, nein! Oh. Oh. Ah. Ist das ein Hass, ey. Scheiß Dreck, ey. Mann. Was für ein Fuck. Wenn der dumme zweite Spast hier kam. So eine Kacke. Ja. Ganz schöne Erfahrung weg. Mann, Mann, Mann. Ja. Hau ab. Ach nee, was? Also, jetzt ist aber hier. Fräulein, ja?
nein! Es ist zum Kotzen. Immer so der erste Durchgang und danach wird's alles kacke. Danach wird's alles furchtbar. Okay. Ja. Es ist ja nicht so viel Erfahrung, also auch schon einiges an Erfahrung, was da oben liegt, aber da komme ich auch einfacher hin. Moin Data, moin moin. Wir Hexen. Komm her, Omi. Kann ich ihn da daneben hauen? Oh, Blutsteinscherbe. Naja, gut, nee. Brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Heilung ist immer gut. Na komm. Ach! Wer stirbt hier? Ja, du, mein Dicker. So, läuft. Gut, 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 gut. Wie sie auch schreit, ey. Schlimm. Die Raben nehme ich natürlich wieder mit. Logo. Glaubst du was? Nee. Geizige Omi. Vier auf einen Streich. Ups, na klar, da muss ich mich ja von dem treffen lassen. Das war ja fast Pflicht dann. Alle tot? Nice. Und ein Kiesel. Na geil. Den wollte ich doch. Und noch zwei. Hammer. Mann, ich könnte mich hier echt zur Ruhe setzen und so einen Baustoffhandel oder so aufmachen. Kieselfachgeschäft in allen erdenklichen Formen und Größen. Ah, und hier ist meine Erfahrung. Blutechos erlangt. Ah, ja, gut, 12.000. So, soll ich jetzt vielleicht lieber? Ich sehe aus wie ein Lehrer. Nee, du bin ich auch nicht. Ein Lehrer. Du kannst mich auch duzen. Du musst mich nicht siezen. Also, wir sind hier nicht irgendwie in der Schule oder so. Verdammte Axt. Na komm. Was tust du? Ach komm, musst doch nicht blocken, du Pussy. Ach, hat er schon wieder geblockt. Gibt's ja nicht. Ach, shit. Das war ja seine Dreier-Kombo. Die habe ich voll verpennt. Oh. Reicht das, um ihn zu schlitzen? Jawohl. Puh, gut. Ach, du Scheiße. Arschloch. Nee. Komm.
Nun ein Zweier-Kombo jetzt mal. Alter! Haust du ab? Lass mich begrapschen hier, oder was, du alter Perversling? Das war knapp. Das war knapp. Na gut, versuche ich mich nochmal an dem Boss. In der Hoffnung, dass diesmal mein Fernsehbild nicht versagt. Ist das der Wind oder atmet hier irgendwas? Da atmet auch irgendwas. Erinnerst du dich an Schatz? Natürlich erinnere ich mich an Schatz. Ach, und er kommt gleich auch mit. Ach, Leute. Wollt ihr mich veräppeln? Unnötig wieder. So unnötig. Mann, ey. Was man da Hinweis, ne? Vorsicht vor Dickerchen. Ach, jetzt habe ich wieder so viel Erfahrung. Eigentlich sollte ich vielleicht doch nochmal zurück und erstmal eine Runde leveln, oder? Ich den Boss hier mache. Oh, das war mal ein bisschen anders. Na, das hat doch gut geklappt. Das hat ziemlich gut geklappt. Und 16 Heilung habe ich auch zusammen. Ja, komm, was soll's. Ich probiere den Boss nochmal. Ach du Luder. Jawohl. So, gibt's irgendeinen Hinweis, wie ich den Boss sehen kann? Wo der auftaucht. Da hinten taucht auf jeden Fall was auf, aber ist der Boss. Ah, wenn ich in der Nähe bin, dann wird die alte unsichtbar, sichtbar, oder wie? Okay. Das ist vielleicht immer das Leuchten hier. Ist er jetzt da hinten in die Ecke hin? Da war doch gerade was zu sehen, hä? Da ist sie doch. Ich muss erstmal hier die Kacke platt machen. Okay. Schon wieder hier direkt. Oh shit, du Schwein. Okay. Da hat sich doch gerade was bewegt. Da. Die ist ja erstaunlich einfach, hä? Wenn man weiß, wonach man suchen muss. Ah, direkt wieder hier. Ja, wenn ich jetzt treffen würde, ne? Das würde helfen, glaube ich. Schon wieder hier. Ist sie tot? Oh. Oh, verdammt, was ist jetzt? Noch ein zweiter Lebensbalken, was geht ab? Wurde die Hexe wiederbelebt? Scheißdreck. Shit. Nein! Oh,
ihr Schlampen. So. Verdammte Axt, wo ist das Scheißvieh wieder? Wo ballert sie auf mich, ja? Da hinten? Ah. Oh, Scheiße. Was war denn das? Was ist denn jetzt los? Nein! Ignoriert die sich, oder was? Warum sind es jetzt zwei? Das check ich gerade nicht. Ich versuche mal hier die anderen zu ignorieren und mich nur auf die komische Hexe konzentrieren. Das wäre schon wieder direkt. Da ist ein E. Das ist, bin ich oder so ein Geist. Ah. Ah, verdammte Axt, da war noch was. Aber die anderen sind weit weg, alles gut. Shit. Oh, Leute. Na. Da ist ihr Schwesterlein. Ah! What? Fuck off! Du Bitch! Alter. Die Hexenschwestern. So, erstmal die anderen zwei Viecher hier weglocken. Moin, Banana. Moin, moin. Sind sie beide hier? Okay, eine tot. Nur noch eine am Leben. Direkt hier unten, hä? Ja, komm jetzt, hä? Jawoll! Beute erlegt! Fuck yeah! Nice! Blutunterlaufener Augapfel. Geil. Lampe anmachen. Jawohl. 30.000 Erfahrung. Ach, das ist ja perfekt hier. Sau geil. Puh. Das ging ja auch sogar. Die war ja recht einfach, wenn man wusste, dass man nur nach den Unsichtbaren hier suchen muss, wa? Das war jetzt gar nicht so schwierig. Sehr geil. Gehe ich doch mal gleich zurück. Hervorragend, hervorragend. Herrlich. Das war jetzt der vierte Boss, glaube ich, erst. Aber ich habe ja auch noch den fünften direkt, wo ich direkt noch hin könnte. Vielleicht probiere ich den jetzt auch nochmal, wenn ich hier ein bisschen gelevelt habe. Ich gucke erstmal, ob ich hier noch was verbessern kann. Ja, reparieren kann ich Schaden. Verstärkung. Oh, ja, ich kann verbessern. Super. Ach nee, ich kann so Dinger reinstecken. Aber vielleicht habe ich da ja was Besseres. Oh. Nee, ist gleich. Nee. Kann ich den verbessern? Nee. Hier mal verstärken. Geht natürlich nicht. Aber die Repetierpistole könnte ich verstärken. Nee, ich will erstmal Zwillingsblutsteine sammeln für die Waffe hier. Aber vielleicht habe ich jetzt auch eine neue Waffe freigeschaltet hier. Mal gucken. Nee. Leider nicht. Nee. Aber, ein bisschen leveln ist ja auch nicht verkehrt. Trotzdem nur drei Level, meine Herren.
Alter, 10.000 brauche ich fast. Ist ja krass. Also Blutfärbung machen wir auf jeden Fall mal. Geschick und Ausdauer. Ja. Yo, her damit. Jetzt habe ich noch 4.000 Echos. Hier noch ein bisschen was. Nö, nicht so wirklich. Haha, Dark Silver! You're really funny. Ach ja, Soll ich noch ein bisschen Heilung oder sowas kaufen hier? Gegenstände. Ja, komm. 12 Heilung. Fertig aus. Tja. Soll ich noch mal den Boss hier probieren? Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe nichts zu verlieren. Ich renne jetzt gleich zu dem hin. Ich kämpfe nicht erst gegen die ganzen Viecher da. Bin ja ganz schnell dort. Und dann probiere ich den auch nochmal. Aber die zwei Hexen hier, die waren ja wirklich erstaunlich einfach. Das war ja kein Problem. Verdammt, hier bin ich falsch. Oder? Bin ich denn hier? Ach ja, das war hier das Ende der Boss, den ich mit einem Versuch geplättet habe. Ja, das ist falsch. Mist. Das war nix. Welches war denn das nochmal? Kathedralenbezirk war es dann wahrscheinlich ganz einfach. Müsste ja eigentlich auch gerade überlegen, sind da viele Gegner? Nö. So viel dürfte da jetzt gar nicht sein. Heilung habe ich. Kugeln habe ich keine. Ist vielleicht ein bisschen doof. Aber ich weiß eh nicht so richtig, was der Boss macht. Der hat mich ja, ich habe nur einmal versucht gehabt. Und da hat er mich direkt platt gehauen. Aber Ladezeiten kann man wohl sagen, die haben sich nicht geändert. Das ist nach wie vor echt bescheiden. So. Ja, gut. Ich wollte eigentlich nur an ihm testen, wie viel Damage ich mache. Boah, ja. Ob das jetzt viel mehr ist. Gucke an, der stirbt mit einem Schlag. Ja, ist schon ein bisschen mehr geworden. Ach komm. Und der braucht auch nur, naja, ein bisschen mehr als 2 und ein paar zerquetschte. Aber die geben ja auch keine Erfahrung. Wie hierhin bin ich noch nicht gekommen? Und oben, wenn ich nach rechts gegangen bin, dann den Weg, da war ja auch noch ein bisschen was, ne? Ja, komm. Fuck you! Da bin ich. Bis ihr aber checkt, dass ich da bin, bin ich schon lange weg. Ihr Drecksäge. Haha, ist halt scheiße, wenn man so ein Riesending in der Hand hält. Da kommt man nicht durch die Tür. Na dann, versuchen wir es nochmal. Moin Kane, moin moin. So,
der gute Hund hier oder was auch immer er ist. Oh Scheiße, ich habe kann ja gar nicht ballern. Alter! What? Wow! Was ein Versuch, ganz stark. Ach du Scheiße, oh nee. Na gut, wenn er so mit zwei Händen auf den Boden klatscht, dann darf ich wohl nicht so vor ihm stehen. Macht er wohl so eine Art Druckwelle. Blöd, wenn man dann natürlich an so einer Säule hängen bleibt. Scheiße. Oh Mann. Das lief ja hervorragend. Das verbuchen wir mal als Bug oder so. Das zählt ja gar nicht richtig. Das war kein echter Versuch. Das ist ja Quatsch. Bis jetzt erst aufgestanden? Mann, Mann, Mann. Ach so, nee, stimmt. Du hast ja hier Nachtschicht gehabt, ne? Na gut, ja. Dann ist das natürlich was anderes. Das stimmt so. Ich halte mich jetzt nicht auf an denen hier. Ja sinnlos. Ich kann jetzt einfach vorbei. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 Kinders. Weg, weg, weg. Nervt mich nicht. Lasst mich hier meine Arbeit tun. So hätte ich es gerne. Na schön. Nochmal. Ich geh mal gleich ein bisschen näher ran. Ja? Kann ich besser. Oh ja. So wenig Schaden, was ich mache. Aua. Alter, durch die ganzen Zottelhaare hier. Oh, scheiße, ja. Das ist die Kackattacke. Der Hippie-Boss hier. Die ganzen Zottelhaare von dem ist es wirklich schwierig, da was zu sehen, finde ich. Aua. Oh shit, ja. Okay, das ging noch. Lieber voll heilen. Shit, das war zu früh. Kacke. Luder. Was hält sich denn eigentlich die Hand so? Hat's auch weh? Das arme Monsterle. Vielleicht hat's nur Schmerzen. Okay, gut, ich hab's mitgenommen. Nein! Dumm! Das ist blöd. Ist der nicht so schwer? Ich roll nur immer zu früh. Brauchst so lange, bis er ausholt. Das ist so ungewöhnlich irgendwie. Bringt mich aus dem Konzept. Shit, der holt ja nach hinten aus. Ja, verdammt. Ja.
Ah, ich sehe nichts. Blöden Vorhänge. Nein! Fail! Nein! Ach, Kacke. Ach, Mist. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber so schwer scheint das Ding nicht zu sein. Das ist nur die eine Attacke, die ganz gut abgeht. Und dann sind die, die Schläge von ihr sind so ein bisschen strange, weil sie so lange ausholt und erst zu spät zuschlägt. Das Timing habe ich noch nicht so ganz raus. Aber ich denke, die ist machbar. Die oder das oder der. Weiß nicht, was es genau ist. Hab zwar jetzt eine neue Heilung, aber wenn nicht, mache ich nochmal eine Runde bei den alten Frauen. Mache ich vielleicht gleich mal. Bevor ich jetzt hier ewig rumprobiere. Oder? Ach nee, komm. Ich hab doch 12. Ja, ich habe doch noch im Lager ein bisschen was gespart gehabt. Ja, mit 12 versuche ich die Alte auf jeden Fall nochmal. Das ist ja Logo. Ob ich Ostern irgendwas geplant habe? Nee, nicht so wirklich. Osterspiele. Aber ich glaube, es gibt keine Osterspiele. Bugs Bunny oder sowas hätte ich zocken können. ja, einfach ein bisschen, was gerade noch so ansteht. Also ein bisschen hier Bloodborne, Ori bestimmt auch mal, Neverwinter, vielleicht nochmal City Skylines, Heroes of the Storm bestimmt auch nochmal. Ja, mal kicken. Sieht echt schwierig hier was. Das Vieh hier mit seinem ganzen Kram hier rumzoddelt. Hier begrapscht. Ah, da holt er schneller aus mit dem Arm. Ah, oh, dann bin ich wieder tot. Ach nö. Hass und Verzweiflung hier. Mann, dieses Kackvieh. Zum Kotzen. Evolve Eier zerstören. Ja, das wird so ein bisschen passen, das stimmt. Evolve, aber sonst. Bugs Bunny's Crazy Castle. Hatte ich früher mal auf dem Game Boy, was eher so ein Rätselspiel ist und was ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gut ist. Aber was haben wir damals gemacht? Wenn du ein Spiel hattest, da musste man das auch zocken. Denn was anderes gab es nicht, wa? Obwohl, wenn man jetzt so den christlichen Hintergrund so ein bisschen mit einbeziehen will, Tod und Wiedergeburt ist ja hier dann eigentlich das perfekte Osterspiel, oder? Wie oft man hier stirbt und wie oft man wiedergeboren wird. Ich bin jetzt kein wirklicher Bibelexperte. Ich weiß nicht, ob Jesus umhergezogen ist und Monster gemetzelt hat. Ich glaube es eher nicht. Aber wenn er das getan hätte, dann wäre ich auch streng gläubig. Dann wäre ich ein großer Jesus-Fan. Ansonsten, ja, eher nicht so. Alter, haust du ab. Gut, 11 Heilungen. Das reicht doch für die Kackbratze. Habe ich vielleicht hier noch irgendwas, was mir was hilft? Bestientum ist sinnlos. Molotow-Cocktails. Ja, warum nicht? Ein bisschen Öl. Feuer. Ja, naja.
Können wir auch mal probieren. Neu erwachen ohne Blutgedöns. Kaltbluttau. Schädel des Verrückten. Ich könnte mir auch einen Kollegen zur Verstärkung holen. Nee, mache ich aber mal noch nicht. Ich will das so noch versuchen. Moment. Da kommt Öl hin und da kommen die Molotow-Cocktails hin, dass ich direkt hinwechseln kann. Genau, probieren wir mal, ob der vielleicht ein großer Fan des Feuers ist. Wenn ich schnell bin, müsste ich ihn doch hier am Anfang gleich treffen können. Ach, und das war dumm, ja. Das ist okay, das war Quatsch. Da habe ich mich zu sehr auf die blöden Molotow-Cocktails konzentriert. Ja, okay. Da kann ich ihm jetzt noch nicht mal böse sein. Das war einfach dumm. Aber 300 Schaden ist Blödsinn. Das nützt echt nichts. Das macht nicht genug Schaden, als dass es den Ärger und vor allem auch die Kosten von den Molotow-Cocktails, die macht es damit nicht wett. Ach ja. Ladezeiten. So, 11 Heilung. Ist okay. Was mache ich denn da hin? Oh, egal, brauche ich alles nicht. Beziehungsweise nützt mir alles nichts so richtig hier. Ja, warum wollte ich jetzt eigentlich nochmal gegen ihn kämpfen? Eigentlich in der Hoffnung, dass irgendeiner von denen vielleicht noch mit ein bisschen Glück Heilung droppt. Das sieht wohl eher nicht so aus, also lasse ich das auch. Ja, da bin ich. Hast du richtig erkannt. Ein schlauer Junge. Hab gleich gar nichts gerafft. Ja, auch nicht. Ja, da ist er, genau. Das sind schlaue Kinder. Fein. Okay, Versuch Nummer 3, 4, 5, 7 und 20, weiß es nicht. Ja, das war gar kein Treffer. Willst du mich grapschen? Hä? Nee. Nein. Shit. Heilung. Ach, wie ich das irgendwie immer versau hier mit dem Timing. Muss schwer sein. Das geht doch. Ach, was war denn das? Was war denn das, sie? Freches Monster, sie. Und jetzt zu spät. Ach, Menno. Komm jetzt. Nein! Shit, jetzt hätte ich draufhauen können. Naja. What the fuck are you doing?
Nein! Ja, da war ich aber mal gar nicht. Nein! Ach du Arschloch! Dummes Arschlochmonster! Nein! Oh, fick dich doch! Mann, die Kamera wieder! Kamera aus der Hölle. Scheiße, da wollte ich nochmal einen Molotow-Cocktail werfen, warum auch immer ich auf die Idee gekommen bin, dass das hier eine gute Idee wäre. Fick dich doch. Nein! Ach, da bleibe ich stehen, wenn er so ausholt. Wie dumm kann man sein? Ja, gut, den kriege ich jetzt natürlich nicht kaputt. Da braucht man nichts vormachen, wa? Ach, verdammt! Fatal! Den habe ich letztes Mal gar nicht gemacht, warum auch immer. Ah! Hab ich nicht hingekriegt. Scheiße, es ist ja doch echt knapp. Ach nö, hä? Ach, schade. Verdammt. Mano! Shit! Nee, okay, dann halt ein bisschen grinden. Ein bisschen grinden, aber vorher mache ich eine kleine Pause. Bis gleich.